Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 121 von Avorion. Wir sind hier kurz vor unserem Asteroiden, den wir jetzt gleich schauen wollen, was wir daraus machen, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir erst das Intro und danach gucken wir mal, was das Handelssystem so hergibt, was wir da am besten machen können, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wenn wir noch ein paar Meter dahin, ne? Aber wir können schon hier aus interagieren, ne? Alles gut. Okay, Minengrunden wäre dann möglich, aber wir wollen ja erstmal hier reingucken. Dann müssen wir das ausmachen wohl, oder wie ist das? So, Handelssystem. Und jetzt gucken wir Nachfrage. Ja, Öl ist die höchste Nachfrage, ne? Eigentlich müssen wir dann Ölmine machen, ne? Aber Öl haben wir eigentlich schon, oder? Naja, aber Weizen ist eine Weizenfarm wird es, da wollte ich dann eine Weizenmine wird es nicht geben, aber eine Ölmine gibt es. Was wäre da das nächste? Okay, Anti-Bergbau, Pilz, Kabel, Rohre. Ja, gibt es nichts außer Öl, ne? Ja, dann sieht es tendenziell dazu aus, danach aus, dass wir da eine Mine gründen, die Öl ist. Hätten wir noch nicht mal, oder? Doch, ganz knapp. Zink, Silizium, Kupfer, Kohle, Erz, Eisen, Eis, Mine. Okay, Edelmetall, Edelmetallmine. Eis. Warte mal, warte. Wasser? Wie viele Position hatte das denn? Da. Ist das hier 58,1? Angebot gibt es hier aber auch. Differenz. Ja. Hier gibt es keine Handelsrouten, hier kann man nichts kaufen, hier kann man nichts machen. Gott. Also es ist definitiv das Eis hier, ne? Das Öl hier. Das Wein wäre jetzt ja auch 58,1, wäre schon ein passender Wert, aber hier gibt es tatsächlich mit 48,4 ein Angebot. Also, aber es ist ja auch Wasser und nicht Eis. So, das bedeutet, wir müssten aber erst schauen, glaube ich, dass wir was verkaufen, weil unsere Ressourcen. Sind ja nicht so gut, ne? Nee, das war doch N war richtig, ne? Naja, doch, hier ist nix. Hier ist nix. Da müssen wir erst was machen, dass wir das kriegen. Sektor. Ressourcendepot. Schiffswerft und Reparaturdock. Xotan waren da mal. Unbekannte. Wir können ja mal erstmal diese Unbekannten machen, oder? Und da würde ich diese favorisieren. Mal gucken, was da gibt. Schauen wir mal, dass wir da einen Sprung hinkriegen, der in diese Richtung sein wird. Muss erst an den Dingens vorbei. An den Asteroiden vorbei, sonst mache ich mir das Schiff kaputt. Und weg sind wir. Auf den nächsten Sektor, schauen, was da gibt, ne? Da war ja eine Signatur, eine Massesignatur. So, und da gibt es ganz viele nette Bewohner. Und kommen auch näher. Und ist schon nah. Okay, du bist der Erste. Okay, du bist der Zweite.
Ja, unser Schutzschild ist down, ne? Das sind schon ein paar viele hier jetzt gerade, oder? Wollen wir mal gerade wegkommen. Okay. Ah, der war jetzt nicht der prickelnde, ne? Schild ist wieder down. Abkühlzeit. Ah, ist auch schon weg. Okay, da oben schießt einer, dann kriegt der es erstmal ab. Okay. Ist ein bisschen doof. Ja, wir müssen erst gucken, dass wir ein Stück weiter wegkommen. Brauchen doch unser Schild gerade. Macht Sinn, dass das wieder kommt. Ist das hier ein Hafen? Ach, 50, okay. Okay, wir haben keine Energie mehr, sehe ich gerade. Das ist ganz schlecht, weil wir jetzt tatsächlich hier nicht wegkommen, ne? Oder ich drücke gerade die falsche Taste. Kann auch sein, ne? Okay, das war jetzt nicht so prickelnd, was wir gemacht haben. Irgendwas war falsch. Aber unsere Energiewaffen sind das, die uns da gerade runtergehauen haben, ne? Jetzt müssen wir hier mal schneller weg. Kriegen wir gerade die Hucke voll, ne? Okay. Jetzt ist der Antrieb wieder besser da. Jetzt sind Data gerade wieder. Ja, müssen wir doch fürchterlich aufpassen. Sind ein paar viele, ne? Aber da oben 452 Sekunden. Ist natürlich eine Hausnummer, ne? So, Schild ist erstmal wieder da. Das müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir das erstmal ein bisschen hochkriegen. Wo ist die Werft? Die ist da oben. Vielleicht fliegen wir mal zur Werft, oder? Daneben ist noch wer? Was macht der denn hier? Okay, das ist ein Einzelner. Dann ist der doch erstmal fällig, oder? Ein Jagdschiff. Ist wieder unsere Energie natürlich alle. Wahrscheinlich ist da irgendwas getroffen worden. Jetzt haben wir gar keinen Strom mehr.
Es kommt dann langsam wieder. Autofeuer ist jetzt gerade an. Der war's. Okay, da sind jetzt die anderen in der Nähe. Der ist auch Geschichte. Müssen allerdings jetzt gerade doch mal weg. Der Beschuss war dann doch zu hoch. Wo ist die Werft? Da oben ist die Werft. Und da ist auch irgendwo gerade ein grünes Teil gewesen. Da. Und fliegen wir da mal besser hin. Ja, wir sind nicht so dolle hier unterwegs, ne? Und das habe ich jetzt nicht erwischt. Eigentlich muss ich da reinhalten, ne? Kompliziert. So, wir haben wieder einen ordentlichen Schaden genommen. Das ist nicht so dolle. Alles ist heiß, wie wir sehen. Schild ist überhitzt. Waffen sind überhitzt. Sind nur reichlich, ne? Der ist ein Schrotthaufen. Dann können wir wieder wegfliegen. Macht keinen Sinn, hier zu bleiben. Oh, jetzt sind eine große Gruppe fremdartiger Schiffe erschienen. Das sind die Xotan wahrscheinlich. Die sind da oben. Es ist die Frage, ob die, wen die jetzt jagen. Der ist schon Vergangenheit, die Xotan. Der ist Geschichte. Jetzt sind alle rot da, ne? Aber das ist hier ein Pirat. Das war ein Pirat. Wir müssen aufpassen. Unser Schiff ist nicht mehr so ganz intakt. Wir müssen, glaube ich, erst schauen, dass unser Schild mal ganz aufgeladen ist. Und wir können sogar in 93 Sekunden oder sowas wegspringen. Ne? Wäre vielleicht auch noch eine Option, oder?
Weil ist doch ein bisschen hart der Sektor, ne? Und wir sind nicht mehr so fit. Aber wir können auf jeden Fall mal die Koordinaten schon eingeben. Da oben sind schon einige Schiffe noch. So, jetzt laden wir den auf und hoffen, dass wir wegkommen. Sieht aber gut aus. Okay, das ist machbar hier, aber nicht mit der Taktik, die ich hier habe. Gut, okay, wir haben einen ordentlichen Kampf gesehen, aber ja, so ein paar haben wir kaputt gemacht, aber müssen wir schauen, dass wir das noch richtig machen. Wenn, ich würde aber sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Na, das reicht nicht wirklich, ne? Da müssen wir schauen, dass wir das heile kriegen im Schiffswerft oder sowas. Bis dann. Ciao.